Wir sind die Kleinen in den Gemeinden. Also ich bin Dylan, ich bin 9 Jahre alt und ich bin Stellvertretende von den Wölfen. Ich bin die Naja, bin 10 Jahre alt, bin in der 4. Klasse und die Klassensprecherin der Wölfe. Ich bin die Hanna und die Stellvertreterin der Wölfe. Wir als Schülerrat wollen mit Ihnen einen wichtigen Teil unserer Gemeinde entdecken und unter dem Thema Gemeindedemokratie trifft Schuldemokratie mehr über die Arbeit des Kirchenvorstandes erfahren. Und vielleicht kann ja der Kirchenvorstand auch etwas von uns lernen. Wie lange gibt es denn den Kirchenvorstand eigentlich schon? Warum machen Sie beim Kirchenvorstand mit? Und wie lange dauern denn die Sitzungen? Kinder sind in der Gemeinde wichtig, weil sie so lebendig sind. Kinder sind unverfälscht, bringen ganz viel Kreativität mit, neue Ideen, Neugier. Kinder stellen unheimlich kluge Fragen und bringen dadurch auch uns entsprechend als Erwachsene weiter. Welche Aufgaben hat der Kirchenvorstand und warum gibt es ihn eigentlich? Kirchenvorstand, das sind verantwortliche Menschen aus der Gemeinde, die sich da zusammenfinden. Das Geld wird verwaltet vom Kirchenvorstand, da wird ein Haushaltsplan aufgemacht, da muss entschieden werden, wofür das Geld ausgegeben wird, so wie man das zu Hause auch machen muss. Wir bestimmen manche Sachen mit. Neues Spielzeug auf dem Hof, da dürfen wir auch mitentscheiden und Ideen sammeln. Eigentlich ist es ja normal, dass die Erwachsenen die Verantwortung übernehmen, aber jetzt dürfen auch mal die Kinder. Dass die wissen, was es alles gibt in der Gemeinde und sich austauschen und vielleicht entstehen dann eben auch neue Ideen, was sich Kinder wünschen, auch in der Gemeinde.